Plan, los geht der Plan. Willkommen zur heftigsten Zerstörung 2.0. Endlich noch 10 Parts. Warte, Bro, warte. Was hast du hier gemacht? Was hast du feste gemacht? Gute hast du gemacht, fest gemacht. Wieso wird da gelacht? Auf der Arbeit wird nicht gelacht. Bro, was haben wir gekauft? Oh, Junge, das ist mir fast auf den Boden gefallen. Was haben wir gekauft? Hier ist das richtige Geschoss. 50 Gramm. Toni hatte leider diesmal keine 100 Gramm Böller. Aber das ist egal. Wir können auch zwei... Hä? Doppelt so viele 50er. Genau, wir können zwei Stück gleichzeitig anzünden und dann haben wir auch 100 Gramm. Toni hat uns wieder komplett abgezogen. Das alles hat einfach 100 Euro gekostet. Das ist viel zu viel, glaubt mir. Man kann mit dem richtig gut verhandeln, aber keine Ahnung, der sah wieder mal so lieb aus. Ey, das Ding, Bro. Guck dir das mal, Junge. Die Super Vibro im Auto zünden, Bro. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Das wird brennen. Und wir haben nur einen Feuerlöscher dabei. Und drei Leute, die ihn nicht bedienen können. Du weißt gar nicht. Du warst ja noch nie live dabei. Das ist ein anderes Level. Das Auto... Premiere. Siehst du das hier? Ich zeig dir jetzt mal was. Hier zum Beispiel. Warte, warte. Hier, hier. Hier sieht man es. Das ist eindeutig hier. Guck mal. Mit der Hand, mit der bloßen Hand. Und du kennst ja meine Laucharme. Du hast sie ja gesehen. Dieser 50 Gramm Böller sprengt den Baum weg. Der fällt einfach um. Und das Auto, das wird einfach nicht mehr vorhanden sein nach diesem Video. Bro, das ist... Ich weiß nicht. Also... Viele haben mir gesagt, dass das MB ist. Mercedes-Benz. Mercedes. Mercedes. Wieso sagt mir ein inneres Gefühl, dass das jetzt hier überhaupt gar keine gute Idee ist? Ist der Reifen platt? Ja. Bro. Ja, aber der wird gleich noch volle. Ach so, von alleine? Pass mal auf. Ja, sobald film mal drauf. Hm? Film mal drauf. Ich zauber den jetzt voll. Also meine Augen haben nichts gesehen, Manuels Augen, a.k.a. Praktikant, seine Augen haben auch nichts gesehen und die Kamera auch nicht. Und 500.000 Leute, die dieses Video nicht schauen, werden auch nicht. Gehaltkürzung von 3 Euro auf 1,50. Mal sehen, ob die Karre überhaupt angeht. Erstmal hier Schutzbrille anziehen, hier ist so viel Glassplitter sind hier drin. Hier gibt es überhaupt nichts wegzuballern. Gar nichts mehr dran an dem Fahrzeug. Oh. So, das Ding ist, jetzt springt die Karre an. Achso, ja, Batterie. Was ist mit dem Schlüssel los, Bro? Wie war denn das nochmal mit dem Smart? Du drückst die Bremse. Ja. Dann auf die Bremse. Nein, das war doch dieser Schlüssel. Zieh die mal raus. Das ist wegen dem Ding, wegen dem Glassplitter, die da drin sind. Der geht aber nur in eine Richtung rum. Ach, dein Schnauz, ey, was ist das? Lass mich mal, Bro. Wir haben es gleich. Geduld, du musst ja nicht die ganze Zeit aus dem Schlüsselloch ziehen. Der kann ja im Loch bleiben, immer. Wer im Loch bleibt, der gewinnt. Zack, rein da. Jo, lass mich mal. Lass die goldene Hand dran. Da lebt er. Da ist er. Bam! Dann bremst du runter. Mein Spiegel, ich sehe nichts. Ah, jetzt besser. Mal sehen, wie der läuft. Ja! Yo! Was habe ich gemacht? Halb Smart ist schon rausgefallen. Ja! Das Ding läuft noch, das gibt's doch nicht. Yo! Wow! Wie ist das hier, der Durchkämpfer, der kleine Racker? Yo, komm, komm, komm! Traktion, ja! Junge, Sascha, ich habe 1 Million Glassplitter im Auge, aber das Ding läuft wie eine 1. Die Handbremse. Die Handbremse funktioniert nicht. Was ist jetzt los? Ah, jetzt geht's wieder. Hua! Ja, Bro, wie krass, gell? Der läuft einfach. Komm, schütz mal. Geht nicht, Handbremse ist kaputt. Hey, geht doch ohne, ist der Heckantrieb. Der hat keine Power, Bro. Der geht immer wieder in N rein. Mache ich die ganze Zeit, es geht nicht. Automatik geht eh nicht mehr. Wenn du in 1 reinmachst und Vollgas gibst, geht er wieder in N. Aber egal, für die Kacke sind wir auch nicht hier. Wir wollen das Ding wegballern, das machen wir jetzt auch. Ich fahr mal dahin, ja? Und ihr könnt da mit dem... Oder werft die Böller hier rein. Rein damit, rein damit, rein damit, rein damit. Okay, 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 alles gut. Feuerlöscher, ja, wäre nicht schlecht diesmal. Junge, alles rein in den Smart. Bro, ich fahre hier einfach mit 6,5 Tonnen Sprengstoff durch die Gegend. Wenn das jetzt hier irgendwie aus irgendeinem Grund Feuer fängt, das Auto... Bro... Bro, das war's mit mir. Das war's. Warte mal, ich sehe nichts. Moment. Rückspiegel. Ah, den Rückspiegel habe ich am Start. Kommt da jemand? Nee, kommt keiner. So, dann würde ich sagen, ah, der Wind ist so ekelhaft. Ich habe schon Kopfschmerzen bekommen, deswegen. So, ich muss langsam fahren, weil irgendwie ist das Getriebe komplett gehickt, Bro. Hier ist doch gut, oder? Ja, warum nicht? Vielleicht ein bisschen weiter runter, damit es nicht so heftig schallt. Wo sind die? Die sind einfach abgehauen. Bro. Oh, der kommt hier gar nicht mehr hoch.
Oh. Ah, da seid ihr, da seid ihr. Was? Da rein? Ja, das ist nicht schlecht. Aber die Frage ist, Jungs, was machen wir, wenn jemand hier vorbeifährt? Okay, die Jungs haben einen passenden Spot gefunden. Da fahren wir jetzt auch hin und brettern das Ding in alle Einzelteile weg. So ist gut. Verdammt, es gibt keinen Rückwärtsgang mehr. Jetzt ja. Guck mal, hör mal. Boah, der hört sich gar nicht mehr gut an. Ich hätte den da so hingestellt, so schräg irgendwie hingestellt, dass du sowieso. Aber dann kriegen wir nicht mehr raus. Ist auch kacke, ja. Oder einfach nur geradeaus vor. Ich hätte einfach noch ein Stück vor, und dann, weil hier kannst du auch schön aufräumen. Das ist doch hier geisteskrank. Alle anderen Menschen würden sich da hinten verstecken. Wir sind einfach hier wie auf dem Präsentierteller. Hier hast du schon einen kranken Blickwinkel. Das ist schon geil. Ja, okay. Machen wir. Machen wir. Risiko auf eigene Gefahr. Wie der Hahn springt, ey. Das gibt's nicht. Jo, das war's, Mann. Der will nicht mehr. Der will beerdigt werden. Der wartet nur da drauf. Noch ein bisschen? Weiter. Ja, warte. Das ist ein bisschen schwierig hier, weil der macht nicht das, was er machen soll, Bro. Warte. Der ist ein Eigner, der hat Angst. Ja, der hat ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst hat er. Ja, wir müssen ihm die Angst ein bisschen nehmen. Das wird schon alles gut, mein kleiner Schlau. Alles gut. Okay, gut. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit dem guten alten Scheibenwischer an. Wir machen nochmal zwei davon. Und zwar hier rein einfach. Können wir machen. Gerne, gerne. So laut. Innenraum. Handschuhfach, Bro. Wenn er überhaupt eins hat, der hat keins. Was hat er sonst so für Ablageflächen? Keins. Gar nichts? Nein, nur bei dir direkt an der Tür. Ah, die ist schon. Wo? Hier ist noch fest. Mach du mal. Und? Oh. Zeig mal. Hey, wo war das? Ah, das war hier das Seitenteil. Ach so, ja, das ist jetzt weggeflogen. Bro, hier rein. Bro, guck mal. Das klingt noch einfach. Machen wir 5 Gramm da rein. 5 Gramm klingt toll und wunderbar. Das ist schon ein anderes Kaliber, Bro. Das ist jetzt... So, ich dachte, der ist hingeflogen. Okay, Bro. Bist du bereit? Ich bin bereit. Renn, renn, Sascha, renn, renn! So. Junge! Guck mal hier! Der ist doch mal sauer. Guck mal, für deinen Teich zu Hause, Bro. Wir nehmen mal lieber hier den Schlüssel. Ah! Ayo! Wollen wir nicht den Schlüssel rausnehmen? Soll ich die rausmachen? Die kann nämlich auch explodieren. Ja, mach mal lieber. Junge! Der nächste Böller geht direkt hier rein in dieses wunderdreckige Armaturenbrett. Das ist auch das Armaturenbrett, oder? Habe ich da was falsch gesagt? Das stimmt. Stimmt, okay. Geht direkt hier rein. Renn bitte. Das waren wieder 8 Gramm. Das wird so reinscheppern. Ich will mir gar nicht ausmalen, wenn wir einen 50-Gramm-Böller hier reinstecken. Ja. Guck mal, wie das Armaturenbrett hier komplett nach oben verzogen wurde. Oh, ey, wie cool! Ey, gib mal doch einen! Wo? Da vorne, unter dem Armaturenbrett. Ja, stimmt. Lass mal noch einen 8-Gramm-Böller hier reinwerfen. Wir haben ja noch eine Mikrowelle. Die aber schon kaputt ist. Ach, die? Die.
womit alles angefangen hat. Ja, das war der erste Part, stimmt. Komm mit, Sascha, ich zeig dir, wo wir diesen diesen schmackhaften, feinen, kleinen 8 Gramm Böller reinstecken. Und zwar einfach hier rein. Ich will, dass das Armaturenbrett komplett abfliegt. Hier, das Fach wollten wir doch mal testen. Das wollten wir doch mal testen. Das wollten wir testen. Das haben wir nämlich mit dem deutschen Böller schon getestet. Da ist quasi nichts passiert. Boah, das ist so behindert laut. Die Folie hier. Ich hab kein Glas mehr drin. Ja, Jungs, dann würde ich sagen, 50 Gramm, oder? 50. Scheiße! Wenn das Ding nicht angeht. Junge, guck mal da oben! Guck mal da oben! Alter! Kopf! Okay, oh oh. Aber das ist weg. Das ist privat. Privat, ja, da immer. Privat? Problem. Große Probleme. Lass abziehen, fahr, Bro.